So, ja, liebe WOMO und Naturfreunde, wir sind jetzt im tiefen Bayern bei Sarah. Sehr schön, dass wir uns mal wieder treffen. Sarah hat von, ich glaube, 2017 bis wann warst du in der Altmark? 2016, ja, aber also 2016 bis Anfang 2018 war ich in Sachsen-Anhalt und in der Altmark war ich zweites Halbjahr 2017, glaube ich. Hat sie einen Anwärterdienst gemacht, also für die, die es nicht wissen, das ist sozusagen dann die Zulassung für den öffentlichen Dienst. Aber ihr hat es in der Altmark auch nur so mittel bis mäßig bis gar nicht gefallen. Es war alles so flach, hier fehlten die Berge. Und die Fichten. Diese schöne Landschaft, ja, die paar Fichten, die wir hatten, die sind nur auch fast weg. Hier hat sie wenigstens noch ein paar. Mhm. Ja, und du bist jetzt hier Revierförsterin im Bayerischen Staatsforst. Genau, also bei den Bayerischen Staatsforsten, die bei uns die Staatsforstflächen bewirtschaften. Mhm. Ja, und wir haben es noch nicht viel gesehen. Wir sind also gestern Abend hier angekommen, da war es schon dunkel. Und sie hat hier drei rührige Studenten, die im Hintergrund noch abwaschen. die haben uns hier wirklich verwöhnt mit Rehbraten, den Sarah kurz vorher dem Wald entnommen hatte. Ja. Weitmännisch und fachgerecht. War toll. War ein schöner Abend gestern. Und heute Morgen haben wir hier in der Hütte zünftig noch mal gefrühstückt. Und das Ambiente ist natürlich einfach traumhaft. Also wir hatten ja nur schon im Osterzgebirge einen traumhaften Stellplatz. Haben gesagt, das geht nicht mehr zu toppen, aber es ist ja fast jetzt noch mal eins oben drauf hier. Denn also, naja, ich sag mal, das ist unwirklich. Landschaft haben wir viel. So, gut. Und was ihr sonst noch so habt, das wollen wir also hier erkunden. Jetzt haben wir ein kleines Problem mit dem Wohnmobil. Wir haben wir haben unser Außenlicht über Nacht angelassen. Und das hat dazu geführt, dass die Zusatzbatterie also komett entladen wurde, fast komplett entladen wurde. Aber zum Glück ist jetzt Sonne und naja, wir wollen das Auto heute nochmal anhängen bei Sarah an der Försterei, gucken uns dann gleich das Objekt da mal an und dann wollen wir in die Berge, wollen wir schauen. Also wir haben zwei Zielsetzungen, Kreuzotter und Auerhuhn. Und dann war schon, also die erste Besonderheit oder was ich so noch nicht gesehen habe, war die Ansammlung von Schmetterlingen hier an den Bäumen. Also es ist faszinierend. Also da war vor allem der Admiral, der Trauermantel und zum Schluss haben wir noch den kleinen Fuchs gehabt. Also das haben wir in der Altmark nicht. Unsere drei Schmetterlinge, die sammeln sie nicht am Baum. Hier sitzen die alle konzentriert an Bäumen. Das ist schon Wahnsinn. Ja, aber wie gesagt, der Besucherverkehr, man sieht doch gleich, ihr habt auch ein ganz anderes Level hier, was Tourismus betrifft. Ja. Ja. Also, der Dreisessel ist neben Aber, Racheln und Lusen der höchste Berg im Bayerischen Wald und hat sich durch Sturm- und Käferereignisse zwischen den 1990 und 2000 komplett entwaldet. Dadurch hat man jetzt einen richtig schönen Blick auf die Alpen bei Föhnwind, kann also ins Dachsteinmassiv schauen, kann ins Wettersteinmassiv schauen, sieht teilweise sogar dann auch noch einen Watzmann. Man kann rüber nach Tschechien gucken, weil der auf der anderen Seite wieder abfällt. Man hat die höchsten Erhebungen und das ist halt ein historisch sehr bedeutender Berg, weil an dem Berg hinten bei mir im Revier befinden sich zwei besondere Orte. Das ist einmal der östlichste Punkt Bayerns und dann nochmal das Dreiländereck, wo Tschechien, Österreich und Deutschland zusammenstoßen. Gut, und das schauen wir uns heute mal an. Ne? So, Sarah, wir haben überhaupt nicht gesagt, wo wir hier sind. Wie heißt der schöne Ort und wo sind wir denn überhaupt in welcher Region? Wir befinden uns im südlichen Bayerischen Wald, also am Dreisessel. Das Revier heißt Frauenberg, benannt nach diesem netten Örtchen hier mit ca. 150 Einwohnern. Und das ist so im Endeffekt der südlichste Zipfel des Bayerischen Waldes. Also wir sind ungefähr 50 Kilometer weg von Bodenmais, das sagt den meisten Leuten immer was, und so 50 Kilometer nördlich von Passau. Also wir liegen so genau in der Mitte, ziemlich am Ende der Welt, Österreich, Tschechien, niemals. Genau, drei Länder. Also wer es wissen will, Dreiländereck, ne? Genau. Ich fahre samstags eigentlich immer ungern mit dem Auto ins Revier, weil der Tourismusdruck gerade bei so einem Wetter extrem hoch ist. 10.000 Fahrradfahrer, 10.000 Wanderer. Es ist halt, ja, wie man es. Da sieht man schon, Und ich versuche das eigentlich immer zu vermeiden, weil man ja immer angezickt wird. Aber
lässt sich nicht vermeiden. Also wir sind so der Tourismus-Hotspot, weil die ganzen Passauer, ist der erste Berg, den man erreicht, wenn man von Passau reinfährt. Das ist, ist einer der höchsten Berge, ich glaube der vierthöchste im Bayerischen Wald nach Rachel, Aber und Busen. Also die Spitze des Dreisessens liegt auf 1332 Meter. Wir haben schon kontinental geprägtes Klima, also von den klimatischen Voraussetzungen liegen wir hier bei 6,7 Grad Jahresdurchschnittstemperatur. Relativ geringe Vegetationszeit, unterschiedlich je nach Höhenlage. Das Revier liegt zwischen 850 und eben 1300 Meter mit der Exposition von Süden, also wirklich südexponierte Bestände, bis auf die Nordseite, also die ganze Westflanke des Dreisessels gehört im Endeffekt zu meinem Revier. Osten ist alles Osten, also Tschechien. Wir sind sehr ZE gebeutelt mit was heißt das? Zufällige Endnutzung, also zufällige Entnahme. ZE gebeutelt. Ja, also ist die bayerische Abkürzung für Sturm, Käfer, Schneebruch, Windwurf, alles was man halt hier so hat. 2017 gab es hier zwei lokale Stürme im Sommer. Kolle und Herwart, die haben bei mir im Revier 60.000 Festmeter umgelegt. Und jetzt die darauffolgenden Arten, durch den Trockensommer sind wir natürlich in dem Revier mit der Hauptbaumart Fichte natürlich auch nicht um den Käfer rumgekommen. Wir haben jetzt letztes Jahr 2019 30.000 Festmeter Käferholz gemacht, haben jetzt unser Borkenkäferkonzept komplett überarbeitet, arbeiten mit Externen, also mit Studenten. Und dieses Jahr haben wir es besser im Griff, also wir haben wirklich an der Prozessoptimierung gearbeitet. Zeige ich später noch das ganze Programm. Ja, Tannen haben wir. Tolle Weißtannen sieht man hier wirklich. Und die sehen auch jetzt noch, also diese hier sind zum Teil, die wir jetzt gesehen haben, die sehen auch sehr vital aus, ne? Ja, also wir haben hier so die typische Bergmischwaldverteilung. Fichte, Tanne, Buche, Bergahorn. Da die Buche in dieser Höhenlage eher nichts wird, versuchen wir sie ein bisschen runterzuhalten und setzen eigentlich in Zukunft verstärkt auf die Tanne. Auf den Freiflächen haben wir jetzt, sag ich mal, einen Versuch gestartet mit Lärchen aus alpinen Regionen. Ja, schauen wir mal. Sie sind gut angewachsen, haben fast keine Ausfälle. Bayerwald ist wie der Harz, total spät besiedelt worden, also irgendwann mal um die 1750 sind da die ersten Rittereien oder Glücksrittereien, haben auch noch versucht, ob sie irgendwas finden, gab aber nichts, also wirklich der Rheinquarzerbau, also keine sonstigen Edelmetalle. Und landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich befinden wir uns halt jetzt eben in der Grenzregion, absolute Grenzertragslandwirtschaft. Und es gibt den lustigen Spruch über den Bayerischen Wald, es ist 6 Monate Winter und 6 Monate kalt. Kann man mal sagen, such dir ein gescheites Revier. Ja, und das bedingt dann auch sehr die Blenderwaldstruktur, die man hier gemacht hat. Wir haben hier einen Starkholzüberhang, der hat sich jetzt aufgrund der Klimaerwärmung in den letzten Jahren stark abgebaut. Aber es gibt schon immer noch 8 Kubikmeter Fichten und Tannen. Wir haben sehr hohen Tannenanteil, auch vor allem in der Vorausverjüngung. Also 75% des Revieres sind vorausverjüngt mit Naturverjüngung, bereits gesichert. Das ist Cato, benannt nach dem römischen Senator Cato dem Älteren, der jede Rede im Senat damit beendet hat, dass er der Meinung ist, dass Karthago zerstört werden muss. Und dann gab es irgendwann mal den zweiten Punischen Krieg, der dann Karthago auch zerstört hat. Cato ist ein Gebirgshund, also ist eine steirische Rauhabracke, ursprünglich für die Hochgebirgsjagd in
der Steiermark gezüchtet. Und ja. Dein Liebling. Mein Liebling. Es regnet in Bayern, aber es hat jetzt schon aufgehört. Es hat ein bisschen doll geregnet die Nacht und hat uns offensichtlich jetzt noch zusätzlich zu unserer Batterie, die gestern schon ausgestiegen ist, haben wir jetzt auch noch einen Kurzschluss gehabt. Und vermutlich sind da irgendwelche Sicherungen durch am Steuerelement. Also wir sind jetzt quasi völlig lahmgelegt hier drin und wir werden auch heute Mittag abbrechen hier, weil es hat keinen Sinn, wir können hier gar nichts mehr machen in dem Auto. Kommt kein Wasser mehr raus und gibt kein Licht mehr. Licht aus Decke, Wasser aus Wand ist nicht mehr. Shit. Ah, das ist ärgerlich. Aber wir müssen morgen erstmal in eine Werkstatt, um dann vielleicht den Urlaub da fortzusetzen. In der Werkstatt, das ist eine Idee. Nee, wir machen Urlaub in der Werkstatt, ne? Am besten gleich. Je mehr Elektronik, desto mehr kann kaputt gehen, sage ich immer. Habe ich immer gesagt. Je mehr Zeug da drin ist, desto mehr kann kaputt gehen. Naja, gut. Aber so sind die Wohnmobile nun mal ausgestattet mit viel Komfort. Aber hast dann halt. Gut, vielleicht sind es auch einfach eben jetzt die Kinderkrankheiten, die wir erstmal überwinden müssen. Wer weiß. Naja, wir haben jedenfalls gestern eine schöne Tour gemacht durch dein Revier. Mhm. Haben zwei seltene Pflanzen vorher gesehen, bevor wir losgewandert sind. Den ungarischen Enzian und den böhmischen. Genau. Der ungarische ist ja noch ein bisschen weiter verbreitet, aber auch potenziell gefährdet. Aber der böhmische ist wohl so eine ganz große Rarität, ne? Richtig, das ist eine endemische Art, die dann wirklich nur so im Gebiet des Böhmerwaldes, Bayerischen Waldes, südlichen Bayerischen Waldes vorkommt. Und bei mir im Revier läuft über den Landesbund für Vogelschutz so eine kleine Wiederansiedlungsprojekt, wo wir jetzt versuchen halt von einem Ausgangspunkt her Samen des böhmischen Enzians zu gewinnen und ihn dann weiter zu verbreiten. Mhm. Das, was wir uns angeschaut haben gestern mit dem Quadratmeter, und auf diesem Quadratmeter befinden sich 99% der böhmischen Enzianpflanzen Bayerns. Also Wahnsinn. Also dann passen wir gut auf den auf, ne? Ja, und dann sind wir in das Steinerne Meer gewandert. Genau, richtig. Wir sind dann hinten an der österreichischen Grenze eingestiegen, sind dann erst den Seesteig hoch mit einem schönen Ausblick in Richtung Stift Schlegel, also die Wälder vom Chorherrn Stift Schlegel. Das ist mein Nachbar auf mühlviertlerscherer Seite. Genau, und dann sind wir da hoch, haben uns oben das Dreiländereck angeschaut. Ralf ist einmal innerhalb von 30 Sekunden durch drei Länder. Wahnsinn, wie schnell man durch drei Länder reisen kann. Und dann sind wir auf dem Grenzsteig, der läuft direkt zwischen Österreich und Deutschland wieder nach unten. Haben noch einen kleinen Stopp reingehauen beim östlichen Punkt Bayerns. Genau, und dann, richtig. Auch das hast du im Revier, ne? Sogar den östlichsten Punkt. Ja, der östlichste Punkt Bayerns liegt bei mir. Ja, und dann sind wir zurück zum Auto und dann wart ihr noch oben am Dreisessel, während ich fürs Abendessen reserviert habe. Genau, da war natürlich wieder Tourismus pur da oben. Also man musste sich fast anstellen, um da mal auf den Turm zu kommen, auf den erhöhten Punkt. Also der Dreisessel liegt oben frei, ist Wollsackvermitterung vom Granit, und oben sind diese Granit-Säulen sind jetzt halt freigelegt, kein Humus mehr drauf, nur noch der reine blanke Granit. Und der Name kommt daher, dass der König von Böhmen, der König von Bayern und der Kaiser von Österreich dort oben immer ihre Besprechungen abgehalten haben. Deswegen sind da auch drei so Sitzkuhlen im
oben auf dem, auf diesem Plateau. Ach, daher kommt der Name. Mhm. Ich dachte, das kommt, weil da drei so ein Gebilde sind oder so. Hat nichts damit. Nee, der drei Sessel ist nur das vordere Gebilde. Der hintere ist schon wieder Hochstein mit der Hochsteinkapelle. Das ist schon wieder was, schon wieder ein anderes Bergmassiv, also ein anderer Berg. Ja. Genau. Und der vordere haben sie sich da immer getroffen zu ihren Beratungen und Besprechungen, was ich immer denke, ist sehr unangenehm, weil es immer bläst und kalt ist, aber haben sie sich nicht lange aufgehalten. Ja, genau, haben sie nur das Wichtige diskutiert. Sollten wir vielleicht mal wieder einführen, nicht so, da wird es auch nicht so viel kosten, wenn man jetzt mal denkt, was weiß ich, geht 20 Gipfel, 4 Tage, das können wir am Dreisessel viel kürzer machen, nach einer halben Stunde frierst. Frierst du, bist du weg. Ja, dann waren wir noch an der Stelle, wo dein Hund vor kurzem, der Kato, mal gebissen wurde von der Kreuzotter. Das ist natürlich dramatisch. Vielleicht kannst du mal kurz schildern, was da passiert ist. Naja, also ich wollte nur noch mal ganz kurz nach der Arbeit mit ihm spazieren gehen, bevor wir nach Hause fahren. Und ja, der Kleine hat es halt geschafft, dann sich mit einer Kreuzotter anzulegen, aber einer richtig heftigen, also ziemlich groß, 70, 80 Zentimeter war die schon, adultes weibliches Tier. Hast du noch hier ein schönes Foto gemacht, da sieht man hier. Genau, das war, ja, und er hat halt irgendwie typisch jagdhundmäßig, oder hat sich was bewegt, wir gehen erstmal hin und dann hat er versucht anscheinend das mit der Pfote anzutatschen, ich habe es nicht genau gesehen, auf jeden Fall hat die Kreuzotter ihn ziemlich in das rechte Handgelenk gebissen. Er hat dann sofort angefangen, Pfote zu schonen, hat rumgewinselt, miep, miep, miep. Hat dann gleich Atemprobleme bekommen, war ganz apathisch. Dann habe ich ihn sofort gepackt, zurück zum Auto getragen, irgendwie versucht, einen Tierarzt zu erreichen. Hat dann gesagt, sofort herkommen. Und dann war er, als wir dann in Waldkirchen waren, so 40 Minuten war ich dann beim Tierarzt, schneller geht's hinten nicht. hat er dem gleich 4 Spritzen reingehauen und am nächsten Tag war ich dann nochmal bei meinem Heimattierarzt und hat dann nochmal 2 Spritzen gekriegt und dann hing er das Wochenende rum und ab Montag, also so nach 3 Tagen, ging es wieder und jetzt ist er wieder, ist wieder auf dem Dach. Und er war hier in der Gegend nicht der einzige Fall, ne? Also es gab genau, also Gegend um den Dreisessel rum ist Kreuzottergebiet, weil wir die idealen Voraussetzungen haben mit diesen besonnten, lichten Bereichen, Moorstrukturen, also viel Feuchtwälder auch, was halt der Kreuzotter da entgegenkommt. Also der Tierarzt hat gesagt, dass er eigentlich pro Woche bis zu 10 Fälle hat bei Haus- und Nutztieren, also sei es bei Weidetieren, Schafen oder allem drum und dran. Pferden auch, und wenn man es halt nicht sofort erkennt und die Wunde reinigt, dann wird das ja so nekrotisch und das ist halt das Problem bei den Nutztieren. Hat er irgendwie so eine Horrorstory erzählt, der sich mit dem Hund da war, dass das letzte Fohlen, das er hatte, dem ist der halbe Fuß weggefault, aber dann war alles wieder gut und so, und ich sitze da mit dem Hund und denke mir so, ey, ich habe jetzt keine Lust, dass dem der halbe Fuß abfault, aber ja, das ist eine Konsolidierung auf bayerischer Waldart, das ist dann so, ja, der wird schon wieder, aber erstmal kann es sein, dass ihm der Fuß abfault. Naja, gut. Also wir wollen heute da, wie gesagt, gestern hat es nicht geklappt an der Stelle, aber mal gucken, wir wollen heute dann noch vielleicht nochmal hingucken, vielleicht haben wir doch Glück, vielleicht sehen wir auch die gleiche Kreuzotter nochmal, aber wie gesagt, du hast ja ein sehr schönes Foto gemacht davon schon. Ja, ich bin immer noch ganz scharf, sie mal aufzunehmen. Im Erzgebirge hat es leider nicht geklappt, aber nein, müssen wir mal sehen, also es sieht immer noch bewölkt aus, aber wenn die Sonne dann rauskäme, wäre es ja ganz gut, es wäre sogar ideal, dass die Kreuzottern draußen liegen, ne? Schauen wir mal. Ja, es ist noch nicht ganz zu Ende, aber leider eben schon fast. Was habt ihr für ein Verhältnis zum Biber?
Also er steht in Artenkonkurrenz zur endemischen Art der Waldbirkenmaus und überflutet langsam die Waldbirkenmausflächen, mit der wir, für die wir wirklich extrem teure und aufwendige Arterhaltungsprogramme haben. Ansonsten im Nasslager gräbt der Biber uns jederzeit die Pumpenzufluss ab, weswegen dann, wenn wir da nicht aufpassen, ein starker wirtschaftlicher Schaden steht, der durchaus in die Millionen gehen kann. Ansonsten greift er jetzt hier, ringelt er hier unten in der Fläche meine wirklichen 200-jährigen Buchen. Er überflutet einen Großteil von meinem Revier. Hier auf dieser Fläche haben wir uns jetzt entschieden, das wird jetzt die Biberspielwiese. Und solange er den Forstweg, auf dem wir gerade stehen, nicht gefährden, ist in Ordnung, lass den hier. Ja. Genau. Die paar Fichten da hinten könnte er opfern. Genau, ich habe die Hoffnung ein bisschen, dass irgendwann mal der Luchs checkt, dass so ein Biber doch leicht zu bejagen ist. Ja. Und ihr selbst dürft sie auch unter Genehmigung UNB schießen. Genau, ja. Und schmecken auch. Schmecken auch gut. Kann man essen. Weißt du, Biber ist ein Fisch laut der katholischen Kirche und deswegen kannst du in Bayern den auch in der Fastenzeit essen. Die Bayern wieder. Ja, liebe Womo und Naturfreunde, das hätten wir uns nicht gedacht oder hätten wir uns nicht träumen lassen, dass wir einen Urlaub abbrechen wegen technischen Mängeln an einem quasi fabrikneuen Auto, ne? Fast. Ja. Also das ist unglaublich. Wir waren noch mit Sarah auf Auerhahnpirsch. Sie hat mit einer Wärmebildkamera mal geguckt, ob sie noch welche sieht, aber das ist doch schwierig, die werden sich da irgendwo gedrückt haben. Aber wir haben es versucht. Wir haben hier noch ein Foto, das hat Sarah mal irgendwo gemacht hier, als sie mal einen Auerhahn gesehen hat. Aber zumindest waren wir dem Auerhahn auf den Fersen. Ne? Von draußen habe ich ja schon. Ich habe einen Käferpunkt gefunden, ich bin im Revier draußen, dann kann ich das einfügen. Ich habe hier den Status erfasst, der Typ ist Buchdrucker, ich könnte jedoch auch Kupferstecher, Borkenkäfer im Allgemeinen, Windwurf, Schneebruch, Brachkäfer, Eichenprozessionsspinne, ich kann eigentlich alles auswählen. Da wir uns aber hier in der Fichte befinden, geben wir grundsätzlich Buchdrucker ein. Schöne Raupen, ne? Die Lärche ist sehr vorteilhaft gegenüber dem hier herrschenden Frühjahrstrockenheit, die wir die letzten Jahre haben, weil sie im April, März, April einfach noch nicht austreibt. Sie liegt da noch komplett in der Winterruhe und erst wenn es dann wieder so ein bisschen der Mai-Regen kommt, der Juni-Regen kommt, dann fängt sie an auszutreiben, sodass sich dieses Jahr aufgrund trotz des trockenen Frühjahrs, wo es im April wirklich trocken war und sämtliche andere Kulturen eingegangen sind, hatte die Lärche, war noch im Winterschlaf und hat erst im Mai angefangen, als wir zum Regen angefangen hat. Das bedeutet, dass ich auf dieser Kultur nur 5% Ausfall habe, was absolut perfekt ist.